Hey ho, Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen bei Flav Games zu einer weiteren Folge Sims 4. In der letzten Folge hatte unser Simsebimse seinen ersten Auftritt gegeben in dem Nachtclub und kam ziemlich spät nach Hause. Doku hat seinen sozialen Stress abgebaut. Er ist nicht mehr der Trübsalbläser, sondern er ist wieder ganz der Alte, so wie wir ihn kennen. Macht er sich frisch ans Werk? Was macht er denn? Er zockt Tetris für Anfänger. Aber das wird er doch schon schaffen. Cool, er kann die Blöcke bewegen, ohne die Tastatur zu berühren. Ist nicht schlecht. Okay, gut, haben wir auch da einen Einblick bekommen, wie der Doku spielt. So, was haben wir denn als nächstes vor? Als nächstes ist jetzt halt nur blöd, dass wir jetzt unterschiedlich alle arbeiten müssen, beziehungsweise der Simsebimse hat ja in der Woche frei. Und Flav und der Doku arbeiten halt nur die Woche über. Und den Rest der Zeit können sie zum Ausspannen nehmen. Was natürlich halt jetzt unsere Wochenendplanung natürlich auch ein wenig beeinflussen tut. Schade, sei es drum. Okay, Timo. Aufräumen. Räum das mal weg. Das ist bestimmt schon ekelhaft. Und dann kannst du bitte Frühstück servieren. Genau, schmeiß alles weg. Ist doch wurscht. Gibt's neues IKEA-Geschirr? Macht da nix. Kostet da nicht die Welt. So. So, wir müssen jetzt mal den Flav denn so langsam aus seinen Träumen wecken. Weil er muss um 7 Uhr auf Arbeit sein. Jetzt haben wir auch überhaupt gar nicht gesehen, ob unsere Putzfrau da war. Ja, Frühsport erstmal. So startet man fit in den Tag. Aber hier muss sich jetzt nicht jeder selber was zum Essen kochen. Feuer. Doku brennt. Was ist denn los? Alle rennen sie weg. Und lassen den Doku brennen. Oh. Das ist natürlich schlecht. Das ist jetzt alles ziemlich doof gelaufen. Flay, wie sieht's denn aus? Auf Arbeit gehen oder sowas? Und was ist jetzt hier mit diesen Geräten? Ersetzen. Gut. Dann machen wir einfach mal hier so fix neu ersetzen. Alles wieder ganz. Ja, was ist denn jetzt hier mit deiner Arbeit? Möchten wir vielleicht auf Arbeit gehen? Natürlich gehst du dran. Hier ist was los. Ja, wird Zeit, dass du auf Arbeit gehst. Gut, also fehlen wir jetzt also mal einen Tag. Wir sind angepisst, weil wir Feuer löschen mussten. Oder weil ein Feuer gelöscht wurde. Das war aber auch knapp. Alter, den Doku, den hätt's ja fast zerrissen. Hier, komm, jetzt kannst du hier Pfannkuchen fortsetzen. Mein Gut, was ist denn hier los mit euch allen heute? Meine Güte, hier ist was los, ey. Ja, hier kocht halt jeder sein eigenes Süppchen. Warum auch nicht? So, wir haben auf Arbeit gefehlt. So, Simme, was ist mit dir? Du bist selbstsicher, weil du hast Feuer gelöscht. Du bist unser Held. Du bist unser Mann. Schade, dass halt jetzt nicht mehr selber die Feuerwehr kommt. Aber okay. Junge, Junge, der hätte ja fast den Doku schon das Zeitliche gesegnet. Das wäre natürlich aber jetzt nicht schön gewesen. Wenn es dem Doku da jetzt erwischt hätte. Also das wäre gar nicht toll gewesen. Aber gut, wir hätten ihn ja als Geist wieder mit in die WG holen können. So, jetzt kann man sich mal hier schön unterhalten. Weil wir brauchen immer noch 4 Freunde. Und das ist gar nicht so einfach. Es könnte einfach sein, aber ihr wisst ja, wie das ist. Wie ein Champion pieseln tuste und dann tuste
eine erfrischende Dusche nehmen. Was machst du jetzt hier schon wieder von Scheiß? Ein Feuer. Ein Feuer bei den Sims und da rennen selbst die Zwerge weg. Ich hoffe, das sollte jetzt nicht der Wink über den Zaunfall sein. Oh, hier. Kaputt. Selbstsicher. Warum bist du selbstsicher? Du kannst kompetent kochen und findest alles schön dekoriert und jetzt ist alles kaputt. Hier ist irgendwie der Wurm drin, ne? In der Familie. Das geht überhaupt nicht, so. Jetzt ist auch noch der PC kaputt. Reparieren, Selve. Komm, du hast ihn kaputt gespielt. Du musst ihn auch wieder ganz machen. Da oben. Warum liegt da oben ein Tablet? Ah, hier, hier. Das ist unglaublich hier. Das ist Zustände. Teile plündern und den Rest bitte wegwerfen. Können wir was verbessern? Kannst du hier mal irgendwie so ein bisschen an irgendetwas rumbasteln? Nee, du gehst jetzt erstmal einfach duschen. Semme, zurückkommen. Und deine Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Ich finde das so genial. Oh, jetzt hast du noch mehr Trick gemacht. Komm. Schmeiß das mal bitte alles weg, Simme. Mensch, Mensch. Und dann geh nochmal schnell. Geh nochmal schnell duschen. Du musst ja in einer Stunde auf Arbeit sein. Also bist du gleich weg und wir machen uns halt mal wieder hier bequem. Auf der Couch, weil unser Energiebalken schon wieder total im Eimer ist. Warum auch immer. Gut, der Simse geht wenigstens noch auf Arbeit. Ich weiß gar nicht, warum jetzt meiner nicht zur Arbeit gegangen ist. Aber ich weiß auch nicht, was da los ist. So. Was gibt's denn hier im Weg, im Web? Wir machen jetzt mal eine Informationsrecherche. Wir können uns ja mal ein wenig Wissen aneignen. Warum bist du jetzt schon wieder angespannt? Was ist denn los? Immer noch wegen dem Feuerlöscher oder was? Ach, Flav, mein Gutster. Komm denn. Probieren wir mal. Probieren wir dich mal vor dem. Vor dem Dingens, Bummens, was schon. Vor dem Spiegel selbst zu beruhigen. Das ist chaotisch hier. Ein Zwischenruf. Sims hat bei einer lokalen Veranstaltung gerade die Massen in seine Bann gezogen, als so ein Aufmerksamkeits-Junkie neidisch wird und ihn mit Zwischenrufe beleidigt. Er hat zwei Möglichkeiten. Herrn Witzig die Stirn bieten oder sich für die Beleidigung mit Schweigen revanchieren. Ihn herausfordern. Der Simmel. Ja. Oh, hat es doch nicht geschafft. Schade. So, Dugu, du kommst genau richtig. Du hast Hunger. Nimm dir erstmal was zum Essen, genau. Wir haben heute Großes vor. Irgendwie. Haben wir Großes vor. Komm. Du tust jetzt mal hier. Du tust mal hier mit der Nadine Steffens mal ein bisschen plaudern, damit der soziale Aspekt wieder hochgeht. Und dann schnappen wir uns den Doku und lassen ihn Programmieren üben. Ja. Weil da muss er ja noch eine ganze Zeit dran schuften. 4 Stunden Programmieren üben braucht man noch insgesamt. Und Level 2 erreicht er dadurch ja sowieso automatisch. Da haben wir das schon. Jetzt fehlen halt nur noch diese 4 Stunden rumprogrammieren. Gut, zwischendurch erstmal spülen und dann verwenden. Von mir aus auch andersrum. Und am besten lassen wir dich nochmal was spielen. An Anfängerturnier teilnehmen. Komm, jetzt sollst du auch noch ein bisschen Spaß haben. Simpson kommt von der Arbeit nach Hause und legt sich gleich ins Bett. Der sagt überhaupt nichts mehr. Armer Simpson, war wohl ein harter Tag.
Gut, wenn der Spaß oben ist, dann lass mal auch den Timo ins Bett gehen. So, das sollte reichen. Ist nachts um eins. So, wieder ein Tag vollbracht. Es ist Samstag. Keiner muss auf Arbeit, außer der Simse. Aber gut, der ist er halt selbst dran schuld, wer sich solche Arbeitszeiten aussucht. Schnell Bibi machen. Und was ist denn hier? Hier sieht schon wieder aus. Das ist unglaublich. Mal alles aufräumen, was da ist. Das ist ja. Ich weiß gar nicht, für was wir überhaupt eine Haushälterin haben, die hier sowieso eigentlich nicht vorbeikommt und auch nichts sauber macht. Ja. Wer weiß, was da los ist. Schnelle Mahlzeit essen. Es reicht eigentlich, wenn du jetzt eigentlich nur was für dich machst. Wir nehmen ein Mikrowellengericht. Soll ja schnell gehen. Es ist jetzt natürlich wieder mitten in der Nacht, ne? Was willst du mitten in der Nacht hier anstellen? Mit den Sims. Also ich weiß auch nicht. So zeitentechnisch ist hier überhaupt nichts zu holen. Ja, was kann man machen? Kann man hier angeln gehen? Wahrscheinlich, oder? Angeln gehen. Komm, wir gehen angeln. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wenn man halt sonst nichts zu tun hat. Geht man halt angeln. Vielleicht hat er einen guten Fang gemacht. Ein Elritz. Naja. Kleinvieh macht auch Mist. So, ich sehe, der Simse ist wach. Die Simse ist verspielt. Den geht's super. Der Timo schläft. Der Timo, der kann sich auch ruhig ausruhen. Er muss ja sowieso nicht auf Arbeit gehen. So, was ist jetzt mit uns? Wir haben schon wieder Soziales. Was können wir denn jetzt hier schönes Soziales machen? Komm, wir chatten einfach mal hier. Ja, komm, geh rein, tu ein bisschen chatten. Warum bist du jetzt schon wieder angespannt? Wegen was denn? Nicht genug Training. Ja gut, aber wir wollten jetzt erstmal ja ein bisschen so dein Soziales hochbringen. Oh, Doku ist Level 3 im Fitness. Es geht ein bisschen chatten, ein bisschen plaudern, ein bisschen spielen. Sims ist unwohl wegen Mikrowellenessen. In den Kalt, ja. Ich kann mich noch an diese Steinpizzen erinnern, die du mal gemacht hast, die außen schwarz waren und genauso geschmeckt haben. Nein, Spaß, ist schon in Ordnung. Hat alles seine Vor- und Nachteile, dieses Mikrowellenessen. So, hier läuft's munter weiter in unserer WG. Es ist Samstag. Keiner hat was zu tun, außer der Simse muss denn arbeiten gehen. Apropos Simse muss denn arbeiten gehen. Simse können wir denn schreiben. Schreiben üben. Und die Sophie ist da. Gut, es fühlt sich halt jetzt keiner dazu verpflichtet, sie reinzulassen. Du könntest. Genau. Wir könnten sie einfach stehen lassen und nicht reinlassen und. Ja. Warum auch nicht? So. Samuel, du hast jetzt ja genug rumgedattelt. Was ist denn da schon wieder? Jetzt ist da schon wieder das Klo kaputt. Ich werd verrückt. Reparieren, komm. Mach mal ganz Flav, mein Gutster. Und der Doku schaut zu. Wie andere. Was ist denn jetzt? Eine tobende Meute. Der Simse weiß, dass es keine gute Idee war, so spät mit seiner Comedy-Show zu beginnen. Das Publikum wird unruhig und er verliert schnell die Kontrolle. Er kann entweder schreien, um Aufmerksamkeit zu erhalten, oder aufgeben und die Show abbrechen. Anschreien. Simme tut's anschreien. So, Simme muss jetzt ein bisschen fleißiger sein werden. Auf Arbeit. Wir gehen schon wieder schlafen. Und
Hier ist echt der Wurm drinne. So, du, gut, ich lass mir jetzt noch programmieren. Programmieren üben, bevor du denn hacken kannst. Weil so viel fehlt dir nicht und du könntest dann schon wieder gedingst werden. Ja, ihr wisst schon. Wieder befördert werden. Mit der Hoffnung, dass es was wird. Was kann man hier? Sims hat gerade eine wichtige Lektion fürs Leben, für Live-Auftritte gelernt. Wenn man wütende Leute anschreit, werden sie nur noch wütender. Ach, Simme. Gut, wir müssen den Simme denn echt mal irgendwie was Neues beibringen. Gut, bis hierhin erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge dabei, wenn wir sehen, wer diesmal in Flammen aufgeht. Ob beim nächsten Mal der Simse seine Meute unter Kontrolle hat. Wen der Flav noch alles kennen wird. Alles und viel weiteres werden wir demnächst erfahren. Und ich lasse jetzt mal kurz mal den Timo noch ein wenig hacken. Einhorn-Lama-Rettungsfonds. Lass mal ihn hacken. Und gut, ich freue mich. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal.